Liebe Abgeordnete des Europäischen Parlaments, ich bitte Sie, bei der anstehenden Abstimmung über die Richtlinie zur Fluggastdatenspeicherung mit Nein zu stimmen. Bei der Fluggastdatenspeicherung handelt es sich um einen weiteren Eingriff in die Grundrechte aller Bürger und Bürgerinnen der Europäischen Union. So sollen bis zu 60 Einzeldaten pro Person und Buchung gespeichert werden, die auch Rückschlüsse lassen auf sensible persönliche Informationen. Aus den gespeicherten Essenswünschen lassen sich beispielsweise Schlüsse über die Religionszugehörigkeit einer Person ziehen. All diese Daten werden für 5 Jahre gespeichert und mit anderen Datenbanken verglichen. Daher appelliere ich an Sie, diese anlasslose Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten zu stoppen. Stimmen Sie gegen die Fluggastdatenspeicherung.